Freiwillige Beiträge in die Rentenkasse zahlen, lohnt sich das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir bekommen sehr häufig immer Anfragen von Selbstständigen oder Freiberuflern, die freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Und dann geht es natürlich immer um die Frage, geht das überhaupt? Und wenn ja, lohnt sich das eigentlich? Und grundsätzlich ist es so, ich kann unter bestimmten Voraussetzungen freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Also ich muss mindestens 16 Lebensjahre alt sein, ich darf nicht gesetzlich versichert sein, ich muss einen Wohnsitz in Deutschland haben und EU-Bürger sind gleichgestellt, dann kann ich freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Das betrifft auch Altersrentner, die eine Altersvollrente beziehen vor der Regelaltersgrenze. Ich mache das mal an drei Beispielen Ihnen klar, ob sich das wirklich rechnet. Und eines müssen Sie wissen, ich habe für die freiwilligen Beiträge eine gesetzliche Untergrenze und eine gesetzliche Höchstgrenze. Und die gesetzliche Untergrenze liegt derzeit bei monatlich 83,70 Euro, das ist der sogenannte Mindestbeitrag. Und die gesetzliche Höchstgrenze liegt bei 1283,40 Euro als freiwillige Beiträge pro Monat. Und da dazwischen können Sie die freiwilligen Beiträge grundsätzlich frei wählen. Können Sie machen, wie Sie wollen. Fangen wir mal mit dem Mindestbeitrag an. Mindestbeitrag 83,70 Euro. MTL heißt monatlich. Wenn Sie also den einzahlen, ergibt das folgende Rechnung. 83,70 Euro mal 12 für 12 Kalendermonate. Ich mache noch Kalendermonate, ist gleich 1004,40 Euro. Und diese 1004 Euro ergeben dann als Rentenpunkte oder als monatliche Rente 4,40 Euro. Rente. Und zwar pro Monat, pro Jahr. Ja, also wenn Sie 83,70 Euro zahlen, kriegen Sie dafür für ein Jahr, wenn Sie das einzahlen, 4,40 Euro an Rente mehr. Wenn Sie einen frei gewählten Beitrag nehmen, sagen wir mal 500 Euro, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Nehmen wir also 500 Euro mal 12 Kalendermonate, ja, wie hier oben das Beispiel, 12 Kalendermonate, macht ja 6.000 Euro aus. 6.000 Euro bezahlen Sie pro Jahr Beiträge, wenn Sie 500 Euro im Monat haben. Das ergibt dann eine Monatsrente für dieses Jahr von 26,29 Euro Rente. Wenn ich jetzt den Höchstbeitrag nehme, und das ist also ist gleich, jetzt fallen Sie bitte nicht aus allen Wolken, das ist wirklich so, zurzeit 1283,40 Euro, dann sieht die Sache so aus, 1283,40 Euro mal 12 Kalendermonate ergibt 15.480 Euro. Also das würden Sie für 2020 Höchstbeitrag das ganze Jahr bezahlen. Ergibt 67,48 Euro Rente. Das heißt also, wenn Sie sich zwischen diesen drei Varianten entscheiden, da können Sie meinetwegen dann auch 400 Euro oder 300 Euro nehmen, aber wenn Sie sich für diese drei Varianten jetzt entscheiden würden, dann sehen Sie ganz genau, dass diese Variante wirtschaftlich gesehen unsinnig ist. Sie macht nur Sinn, um die Wartezeiten für bestimmte Renten, für bestimmte Altersrenten zu erreichen, aber sie macht keinen Sinn, um hier wirklich eine Rentensteigerung zu erzielen. Es macht tatsächlich Sinn, ab 500 Euro, dass man hier also für 6.000 Euro Jahresbeitrag eine monatliche Rente von 26,29 Euro bekommt. Das heißt, wenn Sie für ein Jahr einen Mindestbeitrag pro Monat von 83,70 Euro bezahlen, macht ja in der Summe 1.004 Euro, bekommen Sie dafür monatlich eine Rente von 4,40 Euro.
wenn Sie bezogen auf einen monatlichen Beitrag von 500 Euro, macht im Jahr 6.000 Euro aus, Beiträge einzahlen, bekommen Sie monatlich eine Rente von 26,29 Euro. Wenn Sie hingegen den Höchstbeitrag einzahlen, und das macht in der Summe 15.480 Euro aus, bekommen Sie monatlich 67,48 Euro an Rentenleistung ausgezahlt. Und nun müssen Sie sich bitte mal Folgendes vorstellen. Nur ein kleines Beispiel. Sie sind jetzt 63 Jahre alt und beziehen eine Altersrente. Und Sie werden 90 Jahre alt. Das heißt, wir haben ja da 27 Jahre Rentenleistung. Und jetzt bekommen Sie 27 Jahre lang diese 67,48 Euro pro Monat ausgezahlt bei einem Einzahlungsbetrag von 15.480 Euro. Nun sagen Sie mir bitte, bei welcher privaten Renten- oder Lebensversicherung Sie eine solche Rentenleistung für diesen Einmalbetrag für ein Jahr erhalten. Es gibt natürlich noch einen zweiten Grund, warum es für den einen oder anderen Sinn machen kann, hier in die Rentenkasse einzuzahlen. Das sind natürlich die steuerlichen Aspekte, weil man genau diese Beiträge hier auch bis zu einer bestimmten Höchstgrenze steuerlich absetzen kann. Deshalb lohnt es sich, zumindest mal nachzurechnen und hier mal zu prüfen, was man an freiwilligen Beiträgen auch bezahlen kann, sich leisten will. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.